So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The World of Goo. Mensch, was mache ich denn immer? World of Goo. Hier mit mir eurem Sully-LP. Wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben, sind an dem einen Level verzweifelt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es der obere Schacht war oder ob es Wasserschleuse war. Aber wir machen jetzt einfach die Wasserschleuse. Heurika, sagt er mir da. So, ganz viele hüpfende Goo-Bälle da. Sogar wieder einer von den Gelben, die überall dran haften. Oh, da ist was. Klar, GFF. Grogo. Der Schildermaler geht unter. Ah, okay. Mal wieder nur Stuss, so wie immer. Oh, da hinten ist was. Da steht Vorsicht. Was? Lösche deine Cookies eine Stunde vor dem Schwimmen. Mom weiß Bescheid. Okay. Wir müssen den wahrscheinlich ja einmal nach draußen bringen. Ach. Bin ich damit dran. Die Frage ist jetzt nur wie. Ja, sehr schön. Wir sind schon draußen. So. Hör mal. Kommst du zurück? So. Jetzt hängen wir dran. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Dass es da dran vorbeigeht. Ja. Und dann... gucken wir mal. Eigentlich müssen wir ja nichts anderes machen, als die da ranhängen. Wirklich reicht das. Von der Höhe her. Nein, natürlich tut es das nicht. So, müssen wir den erstmal nochmal hoch. Da draußen ein bisschen rumgorkeln. In der Hoffnung, dass es irgendwie klappt. Wir können nichts hochbauen. Wir haben wirklich nur die Goo-Bälle, die da jetzt dran hängen. Ich denke, wir müssen sowieso noch mal rein, um da noch ein paar zu holen. Ich denke, das wird nicht reichen. Das hoffe ich nur. Dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Nein, das klappt natürlich nicht. Halte ich da fest? Genau. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Gucken wir mal, ob es reicht. Einen höheren Punkt gibt es bald nicht mehr. Nur noch den da. Und ich wüsste nicht, wie wir da rankommen sollten. Du bist auf der falschen Seite, du doofes Ding. Ach. Wenn es so nicht reicht, ist mir klar. So, sammeln wir noch da die Goo-Bälle ein, danke. Nee. Oh, jetzt halt doch mal still, Mann. Meine Güte. Keine Chance, hier irgendwo was ranzubappen, ey. Das ist ja richtig schlimm. Ah, das hat nicht so geklappt. Im Gegenteil, wir springen hier noch ein bisschen durch die Gegend. Ach, darauf vielleicht. Das kann natürlich gut sein. So, dann springen wir jetzt mal da raus. Wir hoffen, dass das klappt. In die andere Richtung. Ach, du idiotischer Kleiner. Ball. Ach, jetzt bist du da immer noch da drin. Ich krieg zu viel. Da oben müssen wir drauf. Ist ja cool, wenn der mal raushüpfen würde. Ja, so wie jetzt. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Also, das gibt's doch ja nicht. Kann ich die rauslinken? Ach, Tatsache, ich kann die rauslinken. Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich hab die Schnauze langsam voll, meine Lieben, ja. Macht ihr es weiter hier mit mir? So, raus. Ah, schon wieder in die falsche Richtung. Mann, ach, komm schon. Ja, ja, bleib da, bleib da. Nein! Nein! Oh Mann, oh, das ist doch ärgerlich. Da hüpft er ja nicht rüber, das ist ja das Problem. Nicht weit genug. So. Jetzt spielen wir das ganze Spiel noch ein paar Mal, 20 Mal, 30 Mal. So, oben sind sie jetzt. Jetzt muss ich nur den richtigen Zeitpunkt timen. Dass der da hochhüpft und dann da links rüber. Ja, genau so.
müssen wir wieder zurück. Oh, fast. Nein, nein. Hätte ich doch da... Ach. Arg. Ärgerlicher Mist. Komm zurück. Nein, nicht wieder da rein. Nicht. Ah. Blöder kleiner Gubal. So, jetzt halte ich daran fest. Genau, schön darüber. Und da bleibst du jetzt auch. Hast du mich verstanden? Ja, jetzt hat er's. Jetzt hat er sich da fest. Jetzt gucke ich mal, ob das reicht, ob das klappt. Weil eigentlich ist das ja fast der höchste Punkt. Naja, man weiß ja nie. Nein, er schwingt rum. So ein Mist. Das reicht doch bestimmt wieder nicht. Natürlich reicht das nicht. Komm zurück. Ah, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt haben wir ihn aber den höchsten Punkt. Hoffentlich klappt das so, wie ich mir das vorstelle. Bitte. Weil da ist ja nichts, wo wir mal irgendwie was einsammeln könnten, was wir in die Höhe bauen. Weil die Viecher da drinnen können wir ja nicht benutzen. Ist ja das Schlimme. Schwenk hoch. Schwenk hoch. Ja, ja, ja. Nein. Nein, das wird wieder nichts, oder? Sag ich doch. Was ist denn? Ich raff's nicht, ganz ehrlich. Das blöde Spiel. Böses Spiel, es ärgert. Da sind die Fingerspitzen doch noch höher. Hm. Versuchen wir es mal. Ich denke ja wirklich, dass wir da dann einfach in die Mitte, sodass das Ding in der Mitte oben drauf liegt. Aber wie am besten? Das ist halt das Problem. Ja, der bleibt ja jetzt da. Ja genau, jetzt fällt er wieder um. War ja klar. Ach, ich... Ah, ich glaube, ich weiß wie. Hätte ich doch... Nein, nicht wieder da rein. Ja, spring raus. Ach, komm schon. Meine Güte. Oh, ich habe die Schnauze langsam voll von dem blöden Spiel hier. Gibt's ja nicht. Ja, natürlich. Hat ja super geklappt. Hörst du mal auf, da drinnen so rumzuhüpfen. Meine Güte. So. Genau, lass dich rausschleudern. Laus, genau. Und halt still. Halt still, habe ich gesagt. So. Jetzt halten wir uns da erstmal fest. Hoffen wir mal, dass wir ein bisschen besser platziert sind diesmal. Und sobald das Ding da oben auf dieser, wo auch immer, dann fest liegt, werde ich den da wegbauen und nach oben nehmen. Da wird es drauf liegen, okay. Ich denke mal jetzt. Nein, es geht nicht. Warum geht das nicht? Oh Mann! Ach, komm schon. Nein! Ah, jetzt ist das wieder... Ah, arg! Ah, vielleicht klappt so. Mal gucken. Ich habe sonst keinen Plan mehr, wie das funktionieren soll. Warte mal, wir gehen in die Finger ran. Die Fingerspitzen gehen weit genug ran. Da oben drauf. Genau, hoch und da oben drauf liegen bleiben, bitte. Nein, nicht wieder runter. Schwert hier noch zum Dir. Komm her. Und dann nehmen wir uns mal die Fingerspitze da oben vor. Hätte ich doch... Nein, nein, nein. Oh, Mann. Das ist doch zum... Die Klappe, du kleiner Ball. Das ist so nervig, dass das die ganze Zeit springt. Kannst du nichts anbringen. Weil es die ganze Zeit durch die Gegend hüpft, wie bescheuert. Ja, jetzt geht's bestimmt nicht raus. Oh, oder doch? Ah, jetzt haben wir den Finger, die Fingerspitze erwischt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bitte. Lass es doch einfach mal klappen. Soll ich nochmal hochspülen? Ja, sehr schön. Nein, nicht wieder runterfallen. Bleib da drauf. Ja, da ist gut.
Ja. Okay, dann drehen wir jetzt noch eine Runde und dann sollte das, denke ich, mal reichen. Genau, geht er wieder ran. Jetzt haben wir einen Google verloren. Neuner ist lost. Naja, mal gucken. Mal gucken, vielleicht reicht's ja. Danach schon. Ansonsten drehen wir nochmal eine Ehrenrunde. Nein, eine Ehrenrunde müssen wir noch. Schnell rollt runter. Wieder einliegen lassen. Was fehlen ja nur noch drei, da sind noch sieben oder so drauf. Ich kann das genau zu zählen. Naja. Naja. Es ärgert manchmal sehr gerne dieses tolle Spiel. Aber es ist wirklich ein sehr lustiges Spiel, das kann man ja nicht anders sagen. So, da will ich nicht noch eine Runde drehen. Reicht mir das. Ah, 5 extra U-Bälle und das passt schon. Aber 17, die wir erstmal wieder verbauen können. Boah, was ist das denn zur Hölle? Na egal. Und weiter. So, jetzt müssen wir ja notgedrungen das Ding da machen, den oberen Schacht. Strategischer Abbruch. Ach ja, genau, das war das, was wir letztes Mal gemacht haben, glaube ich, ne? Mit dem... Ja, genau, mit dem Feuerdingens da, wo wir dann da schon waren und dann das Ding da abgerutscht ist. Ja, das blöde Mistding, haben wir das nochmal gemacht. Ah ja, ich weiß wieder wie. Bitte, danke. Hoch da. Ach. Nein, das war der falsche. Halt, wo ist er denn? Mal zurück, bitte, danke sehr. So, und dann gehen wir weg. Geht doch mal alle weg da. Hallo. Meine Güte. So. So, geht das dann, wenn ich den jetzt wegnehme? Nein, das geht nicht. Habe ich noch eine Fliege? Nein. Aber wir haben sowieso noch nicht so viel, machen wir es gleich nochmal. Wie habe ich das letzte Mal gemacht? Mein Gott, das ist doch... Alles supi, alles supi. Nichts passiert. So, jetzt aber. Jetzt muss ich da nur noch rankommen. Wenn da nicht andauernd irgendwelche doofen Bälle mir im Weg stehen würden, würde das auch mal klappen, danke. So. So. Jetzt nehmen wir den da raus. Oh, das wird nichts. Oh doch, das wird was. Menschenskinder. Ah, das ist ja tierisch. Hallo, hallo, ja, danke. So, weit runter sind wir denn schon? Ach, noch gar nicht so weit. Einmal diese Aktion und dann haben wir es. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Bleib hier. Nee, vielleicht auch noch nicht. Nee, wahrscheinlich doch noch nicht. Dann machen wir es nochmal. Jetzt? Nee, aber noch nicht. Ich will das aus reiner Sicherheit so weit wie möglich runter haben. So, die Schilder haben wir beim letzten Mal schon gelesen. Das mache ich jetzt nicht nochmal. So, ich denke mal, die vergeht eh bald nicht mehr. Das hängt auch direkt davor. So, jetzt müssen wir da einen ran. Da einen ran. Jetzt muss ich eigentlich einfach nur noch nach unten gehen. Oh, die brennt schon. Oh, Frame. Manchmal gehen die Frames hier schon richtig in den Keller, warum auch immer. Ich meine, das ist ja ein kleines Spiel, wo das eigentlich nicht passieren sollte. Aber naja, sieht ja, dass das nicht so ist. So, damit das mir dann nicht wegbricht. Ist das ein spezielles Rohr? Nee.
jetzt fällt nichts. Kriege ich auch alle drei hin? Nee, nicht damit. Versuchen wir es mal mit einem von denen. Da kriegen wir alle drei. Sehr schön. So. Ich versuche es mal weiter mit denen hier. Reiner Sicherheit da unten eine Stütze hin, ey. Das ist ja nicht mehr normal. 10 Stück muss ich rüberkriegen. Hm. Und rutscht das wieder? Ja, das rutscht schon wieder.